Diese junge Dame wird uns in dieser Reihe beschäftigen. Von Anfang an die Spielweise und Skillung eines Jägers. Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen in Orgrimmar beim Jägerlehrer. Kommt und holt den Voodoo. Zum Lernen für Level 78. Aber wie gesagt, Level 76 zwischendurch oder 77 habe ich schon gelernt. Mögen die Geister mit euch sein. Sprengfalle war dazugekommen, ja. Die ist neu. So. Die ist wichtig. Die funktioniert wie diese, wie die Salve. Die könnt ihr wegpacken. Die könnt ihr woanders hinpacken. Unter die Gegnergruppe, die weiter weg ist. Ja, hier. So. Als Beispiel. Und dann funktioniert sie genauso wie die normale Sprengfalle. Feuerbrand, Feuerbrandfalle. Und gucken, irgendwie habe ich hier einen Wurm. Feuerbrandfalle war doch hier die normale. Ich muss mal gucken, hier irgendwas habe ich. Sprengfalle Rang 6. Aha, das ist die normale Sprengfalle. Ja, die müssen wir natürlich auch, wenn wir sie direkt vor uns packen, dann sollte die natürlich, die haben die gleichen Werte. 732 bis 880. Ja, und Feuerschaden 3142. Okay, wie gesagt, identisch die Werte, nur eben, dass ihr die Falle weiter wegpacken könnt. Genau wie den Pfeilhagel, ihr könnt ihr entferntere Gegnergruppen mit Feuer von unten und Pfeilen von oben bekämpfen. Ich habe bloß mal zum Schluss. Ich habe ja an 11. Irgendwie habe ich jetzt. Zuverlässiger Schuss. Zuverlässiger Schuss, bin ich der Banane? Zuverlässiger Schuss ist doch. Da ist er doch. 4. Der ist ein 2, ist das? Ja, der ist okay. Wo ist denn jetzt mein. Was habe ich denn gemacht? Sprengfalle Rang 6. Schimärenschuss. Ja, die habe ich doch schon gehabt. Wo habe ich die hingepackt? Schimärenschuss war doch hier. Natürlich, Schuss ist da. Schlangenbiss ist an 11. An 11 ist okay. Die Bereitschaft hier hin. Bereitschaft ein. Automatischer Schuss braucht man nicht. Die ist auch draußen. Ja, hallo? Ich gemacht, weil ich habe meine Leiste mal umgeräumt. Ist inzwischen durch, weil ich hatte abgeguckt von dem alten Bild, was ich mir erarbeitet hatte. Und wie gesagt, ich kann auch gut mein eigenes Dolch vernichten. Das kann ich auch prima. Und mich dann hinterher wundern, wo es ist. Das kann ich einfach mal. So, das haben wir ein rollender Schuss, ist auch da. Ja, hier vorne fehlt und der ist doch. Ja, ist er doch so. Und dann fehlt noch. Der fehlt noch. So, der war wieder raus. Und ich wollte hier ein bisschen ändern, aber im Endeffekt ist mir bewusst geworden, dass es doch eigentlich für mich so. Ich habe mir einfach so an die Spielweise, ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Aber es hat sich nun gleichzeitig ergeben, dass wir das auch hier machen. Ja, bis nächstes Mal. Dann für Level 80. Level 80 sehen wir uns wieder zum Lernen. Lernen eventuell.
Eiskältefeil, das ist euer Eisblock. Da könnt ihr euren Eisblock mit verschießen. Den Begleiter, den mobilen Stall, das ist natürlich sehr praktisch. Das ist auch mit dem Grund, warum ich bis jetzt noch keinen anderen Begleiter weiter habe, aber reicht ja zum Demonstrieren. Hat das Schweinchen ja seinen Zweck gut erfüllt, glaube ich, ne? Ja, ihr könnt dann also euren Stall mitschleppen. Braucht nicht immer zum Stallmeister. Eiskältefall ist der Transport, der wegschießbare Eisblock, der woanders platzierbare Eisblock, also so wie die Falle in der Ferne. Salve wird stärker Tier heilen. Finde ich immer schön. Tödlicher Schuss, nochmal stärker. 1400, 200 Waffenschaden macht er ja sowieso. 1474 macht er dann und jetzt hat er 1324. Gut. So, okay, jetzt haben wir gelernt. Dann 4 Punkte können wir vergeben gegenüber letzten Mal. Ich habe gesagt, ich wollte unbedingt hier hin. Verringert jeglichen erlittenen Schaden, deshalb wollte ich dahin. Deshalb kommt jetzt hier der dritte Punkt rein. Hatte ich ja auch schon angekündigt. Frost- und Eisfalle Dauer um 30% erhöht. Frost- und Eisfalle 30% länger. Feuerbrandfalle, Sprengfalle 30% mehr Schaden. Und die Schlangenfalle, die ich ja, ich habe sie oft parallel zur Sprengfalle. Die erzeugt dann 6 Schlangen statt 4. So, und hier kommen jetzt die beiden. Das war richtig. Und jetzt bastle ich hier den Rest. Alles, was wir jetzt noch haben. Wir haben ja dann 2 Punkte können wir noch vergeben. Ja, da kommt auf jeden Fall. Hier kommt dann noch ein Punkt rein. Hier kommt ein Punkt rein. Und dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen. Da würde ich. Weil das dauert sehr, sehr lange. Das Tier wieder zu beleben. Aber andererseits. Eine Chance von 12%, dass das und so, ne? Mit Chance, das ist immer so. Auch mit Chance, alles mit Chance. Brauchen wir. Ich habe immer am liebsten was Handfestes, was du nimmst und dann hast es. Bei Schmuckstücken und so auch. Ja, da gucke ich mal noch, wo ich den dann reinpacke. Also auf jeden Fall, hier kommt auf jeden Fall einer rein und dann haben wir noch einen übrig. Ich mache den da rein. Ja, ich mache den dann da rein. Also hier und hier kommen dann die letzten beiden Hütchen im Talentpunkt rein. Okay. So, hier hinten sollte es jetzt also so, sollte es so aussehen, damit ihr die Überlebensinstinkte voll ausgefüllt habt. Jeglicher erlittener Schaden um 4% verringert. Und die kritische Trefferchance von Arkanenschuss, zuverlässiger Schuss und Explosivschuss. Ne, gut, Explosivschuss haben wir nicht. Aber die anderen beiden auch um 4% erhöht. So, das ist doch schon mal was. Erlebnisschaden 4% weniger. Das macht doch bestimmt schon mal was aus. Weil das ist auf jeden Fall, du hast nicht nur die Chance. Nicht nur die Chance, dass es weniger wird. Du hast 4% weniger. Und deshalb habe ich hier meine Punkte reingesetzt. Habe ich ja eben schon beschrieben, dass mir sowas wichtiger ist. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid gesund. Dann bleibt es auch. Habt Spaß bei den Videos. Schreibt mal, wenn ich irgendwas versuche. Robert Erz verkauft. Schön. Ja. Schreibt in die Kommentare Wünsche und Anregungen, damit ich mich nachrichten kann. Nach Möglichkeit natürlich. Bleibt, wie gesagt, bleibt gesund. Wünscht euch euer Opa Mario, der alte Sack.
von Holstone TV.